Ein Tag im Leben eines Helikoptermechanikers. Heute werden wir den Tag mit Matt verbringen. Matt ist wie alle, die neu bei uns beginnen, Mechaniker und Pilot. Seinen Tag startet er mit seiner Frau und seiner Tochter. Nach der wichtigsten Mahlzeit des Tages macht er sich mit seinem Roller auf den Weg zur Arbeit. Sein Arbeitstag beginnt stets mit einer Andacht. Nach einer kurzen Teambesprechung unterstützt er den Piloten, der heute im Einsatz ist, beim Pre-Flight-Check und dabei die Maschine startklar zu machen. Wenn nicht gleich etwas Wichtiges ansteht, checkt er im Büro seine E-Mails, um zu erfahren, was intern läuft, und schreibt an Berichten der vorherigen Tage. Okay, what would you like me to do today? Am heutigen Tag steht eine der regelmäßigen Routinekontrollen an einem der Hubschrauber an. Matt bespricht sich kurz mit einigen der lokalen Mitarbeiter und startet dann mit der Inspektion. Nur mit Piloten ohne Mechanikerlizenz wäre der Flugbetrieb absolut unmöglich. Es gab allerdings auch weitere Gründe, die Mechanikerlizenz zu erwerben, wie Matt erzählt. Meine Mechanikerlizenz hat mir viele Türen geöffnet, um einen Job zu erhalten, bei dem ich auch Flugstunden nehmen konnte. So lernte ich ebenfalls Helikopterfliegen. Der schwierige Teil war nicht so sehr, einen Job als Mechaniker zu erhalten, sondern auch Flugzeit zu bekommen. Ich kam also als Mechaniker rein und das öffnete mir die Türen für Wartungsflüge und alle möglichen anderen Flugoptionen. Matt ist ein top ausgebildeter Mechaniker und Pilot. Dafür hat er auch viel Zeit investiert. Auf die Frage, wie lange er sich auf den Einsatz mit Heli-Mission vorbereitet hat und ob es dies wert war, meint er: Vom ersten Kontakt mit Heli-Mission bis zum Einsatz auf dem Feld dauerte es etwa 12 Jahre. Klar, es war eine spannende Zeit, doch es kann auch mal entmutigende Zeiten geben. Man denkt, Junge, werde ich es jemals schaffen? Aber dann kommt man endlich an und sieht in die Gesichter der Menschen, denen man das Evangelium erzählen kann, oder sieht, wie die Bibel in ihre Sprache übersetzt wird, oder wie man jemanden ins Krankenhaus bringt und sieht, wie er zu seiner Familie zurückkehrt. Ja, das ist es absolut wert. Dass es wert war, diese Zeit zu investieren, sieht man, wenn man ihm bei der Arbeit zuschaut und wie er mit seinen Kollegen und den Locals umgeht. So geht auch Matt zum Mittagessen mit seinen Arbeitskollegen in ein lokales Restaurant, isst und spricht mit den Locals, was diese sehr schätzen. Diesen Nachmittag arbeitet er weiter am Hubschrauber, wobei er auch im Ersatzteillager, welches unter anderem auch er bewirtschaftet, Teile besorgt. Nach erfolgreichem Abschluss der Inspektion mit Schlusskontrolle durch den Chefmechaniker nimmt sich Matt einer seiner speziellen Aufgaben an. Er lehrt den in Frage kommenden Locals alle Details über den Hubschrauber und das Fliegen, sodass eines Tages auch jene als ausgebildete Mechaniker und Piloten in unserem Team arbeiten können. Let me do
Nach diesem erfolgreichen, aber anstrengenden Tag begibt sich Matt auf den Heimweg mit seinem Roller. Zu Hause erwarten seine überglückliche Tochter und seine Frau ihn. Mit ihnen wird er den Abend verbringen und über all das Spannende, was er am heutigen Tag erlebt hat, berichten. Denn langweilig wird es nie als Mechaniker und Pilot auf dem Feld. Thank you for, Amen.